Let's go Zumba! Also wenn ich sitze, dann muss das verkehrt sein hier in diesem Leben. Hier in diesem Video hat auf jeden Fall einer ganz viel Spaß. Ich glaube, ihr wisst, um wen es geht. Jetzt geht er ab, ich sag's euch. Abgeht, ne? Aber es ist echt. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich glaube, die Leute haben zu viel eingedrückt. Morgens läuft mal eine geile Mucke. Und jetzt ist schon wieder Schrott. So, dann wird er mal gezeigt, wie hier Pide geht. Ganz original, traditional. Super macht er das. Wenn es fertig wird, sieht es dann so aus. Ganz lecker. Lecker schmecker. Ich finde, wenn du keine Peine hast, dann bleibst du ein bisschen. Ist ja nett. Pide mit Parmesankäse, was will ich denn mehr? Ah, noch ein Ei ran. Aber das dauert hier mal ein bisschen. Hallo meine lieben Freunde. Ja, sieht schon sehr verlockend aus. Hier ist es sehr dunkel. Aber hier. Oh ja, hier geht's ab. Hier sind wir im Atrium und im Atrium wird richtig gut gefeiert. Genau wie überall hier. Alles krass verspiegelt, alles geht hier ab. Das Coole ist, wir haben hier noch nicht mal 10 Uhr. Und um 10 Uhr geht hier richtig Lasertag, Show, Party, alles in einem ab. Also das ist noch die entspannte Variation. Oh ja. Dann zeige ich euch gleich mehr von dieser Welt. Weil wer mit mir unterwegs ist, sieht einfach viel mehr von dieser Welt. Ich glaube, jetzt geht es hier so langsam los. Mal gucken, wie es hier abgeht. Gleich kommt der Terminator. Ihr wollt ja eine Show haben, ne? Ich gebe euch jetzt die geilste Show der Welt. Das alles in einem Hotel. Oh, Engel sind auch hier. Jetzt gehen wir mal zum Engel. Engel! Wir haben auch noch eine nette. Wir haben heute gute DJs, nette Damen. Aber da drüben ist noch ein. Hello. Hi. Hello. What's going on? I'm good. How are you? Yeah, I'm fine. You know? I'm good. Yeah, YouTube, man. Yeah, YouTube. Was eine Show. Da freut man sich ja richtig hier zu sein. Jetzt geht's ja richtig ab.
Das wird ja noch viel heftiger. Das ist noch Aufwärmprogramm. Jetzt einfach mal eine Runde, weil ich bin hier einfach der Macher. Und die Musik ist geil. Alles andere natürlich auch. Ach, da ist sie ja schon wieder. Überhaupt, warum dieses Hotel Adam und Eva heißt, weil Eva sich einfach damals einen Apfel hier so genommen hat. Ja, und dann hat sich Adam gedacht, so, sieh zu, Perle. Jetzt mache ich das im Alleindurchgang. Schön, 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 schön. Ja, und das ist dann außerdem hier der super schöne Pool, nur bei Nacht, wenn keiner mehr da ist. Nur die Raucher. Die Raucher. Meine lieben Freunde, wisst ihr, was das Schönste ist, hier zu sein? Hier zu sein, ist doch ganz klar. Wow. Einfach nur wow. Vor allem nüchtern ist es noch viel schöner. Gneiden! Mann, das Leben ist so schön. Baby! So, was machen wir denn heute? Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist Freitag. Und Freitag geht man in einen schönen Park. Hier in Antalya nennt sich das der legendäre Park. Ich habe es nur auf Videos und Bildern gesehen. Heute mache ich mir selber davon ein Bild. Ich hoffe, es ist sehr, sehr spaßig. Mir jetzt auch natürlich, weil ich bin da. So.
ich sag's euch allen gerne noch einmal, ihr könnt im Leben nicht ankommen. Wohin denn auch? Seht ihr den Horizont? Es gibt doch gar kein Ende. Der Weg ist das Ziel. Egal was passiert. Ja, meine Lieben? Sogar auch so ein Parasailing-Typ landet irgendwann mit seinem Parasailing. Und jetzt kommt so ein Love-Story-Song. Für die ganzen Verliebten, die hier rumliegen, natürlich gar keine, weil es gibt hier keine Verliebten. Also ich habe eine Sache gemerkt, das Hotel ist original so, am ersten Tag sitzen Pärchen an einem Tisch, am zweiten Tag sitzen schon wieder andere Pärchen mit dem anderen Pärchen am Tisch und am dritten Tag sitzen sie vielleicht alle zusammen an einem Tisch. Und ja, was passiert wohl am vierten Tag? Da kennen die sich alle einfach nicht mehr und dann sitzen wieder ganz andere Leute an einem Tisch. Also das ist hier echt ein Phänomen an diesem Hotel. Ich feiere das, weil das guckt man sich doch gerne an, oder? Ist doch was super Schönes. Finde ich auf jeden Fall. Da kann man ja nicht mal die wahren Gesichter der Menschen kennenlernen. Also es ist auf jeden Fall ein richtig gutes Hotel mit seiner Frau, Freundin, Verlobten, die du gerade frisch kennengelernt hast oder schon 10 Jahre zusammen bist. Es ist ein Testhotel, nicht was anderes. Nein, das Hotel will eigentlich nur mitgeben, testet eure Frauen oder Männer. Hier hinkommen. Genau deswegen. Und für die Single-Typen und Frauen, hey, ihr könnt noch alles richtig machen hier. Weil ihr seid hier die eigentliche Hauptattraktion. Wegen euch kommt man doch hier hin. Ja, richtig. Nur wegen euch. Nun starten. Und die Wände verspiegelt. So, wo gehen wir jetzt hin? Heute wollte ich euch da nochmal zeigen. Das ist schon echt fett, oder? So. Tür 4. Eins live, seid alle dabei. Zirk, zirk, weißt du gern. Einmal den Rolls Royce R einblicken. Wenn alle ein Telefon im Aufzug. Also hier wie diese Aufzüge. Das könnte schon glatt mein Zuhause sein. Toll sieht's hier aus. Klasse, 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 klasse. Egal wo ich mich hindrehe, ich bin da. Ich weiß nicht, guckt ihr euch auch gerne selber an im Spiegel? Super. Jetzt geht's hier ab. Jetzt zeige ich euch doch mal das Spa Center. Boah, das ist so mega geil. Ab geht's. Gneide. Ja, das sieht doch hier ganz nett aus. Bestimmt kennen manche Typen so welche Ortschaften. Ich sag jetzt lieber nicht zu viel. Und hier läuft auch immer sehr, sehr viel Entspannungsmusik, damit man sich auch bloß entspannt. So, hier haben wir einen eigenen internen Pool. So, von hier aus gehen wir dann leftos. So, und es gibt jetzt zwei Wege. Wollen wir den Weg gehen, mit nicht rauchen? Oder soll ich euch erstmal so einen richtig krassen Weg zeigen? Ich zeige euch einmal erstmal den Weg, weil der sieht ja schon krass heftig aus. Ja. So, hier haben wir den ersten Checkpoint. Sieht schon aus wie in einer Diskothek, weil? So, Namaste, mein Freund. Alles fit? Oh, eine Dame. So, jetzt zeige ich euch erstmal den Hammam-Eingang. Mann, hier sieht es aus wie eine Hölle. Hammam. Schön ist es hier. Oh, schön warm. Komm wieder raus. So, da drüben haben wir den gleichen Spaßraum. Hier haben wir einen Relaxed-Raum, meine Lieben. Jetzt guckt euch das mal an. Ne? Aus welchen Filmszenen kennt ihr sowas? Sagt es mir ruhig. Ihr könnt es auch auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Das sind gute Leute. Immer cool bleiben mit denen. Und selbst hier, ich will euch noch was mitgeben. Selbst hier haben wir eine Verspiegelung. Ja, damit wir auch alle wissen, worum es hier geht. So, den Umhang könnt ihr zumachen und dann macht euer Ding. So, jetzt gehen wir weiter. Und jetzt fängt das ganze Spektakel eigentlich an. Oh, ist echt dunkel. Ja, wir nehmen mal den Gang hier, weil wir wollten uns ja auch noch mal die Saunen anschauen. So, das ist ja alles Sauna. Mann. Das ist genau, was ihr gerade denkt. Wie krass ist das hier? Ich sag euch mal was, das geht noch viel krasser. Wir gehen jetzt den rechten Raum, weil das ist der Hintereingang. Und hier muss ich sogar meine Brille abnehmen, weil hier ist es echt dunkel. So, jetzt wieder auf, weil hier ist wieder schön geworden.
So, ihr denkt euch jetzt bestimmt schon wieder so ein roter Gang, ne? Nee, nee. Das ist nicht nur ein roter Gang, meine Lieben. Hier gibt es ganz, ganz viele diverse Räume. Das ist einer von vielen Massageräumen. Bloß nicht zu viel Licht. Hier haben wir nur einen Raum für Wassermassagen. Ja, Wasserbettmassagen, so war das. Hier werden auf jeden Fall Sinne betäubt, bis zum geht nicht mehr. Ein Standsolarium. Noch einer. Nee, nee, das ist noch nicht alles. Hier haben wir einen Relaxraum, meine Lieben. Natürlich, nach so viel Party und Entspannung muss man einmal relaxen. Aber ein Raum muss voll besonders nochmal sein, weil der hat mich auf jeden Fall polarisiert gehabt. Ah, es geht ja hier immer weiter und weiter. Das Video geht auch echt lange, aber es ist ja alles wert. So, die nächste Runde. Also hier kann man sich auch glatt verlaufen. Wow. Maniküre, Pediküre. Das Ding. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, ihr könnt es ja googeln. Hm. Also ich gehe schon echt lange, ne? Immer weiter, immer weiter. So. Was war das denn so? Jetzt habe ich das mal gefunden. Wo ich auf jeden Fall echt klar gekommen bin nach meiner heftigen Massage und meinem krassen Whirlpool, aber da konnte ich noch nicht die GoPro mitnehmen. Heftig, oder? Kommt auf jeden Fall hier hin. Ich kann es euch nur empfehlen. Alles nur auf Empfehlungsbasis. So, wo geht's denn hier entlang? Ja, wir haben viele dieser diversen Räume. Also, ich hoffe, ich habe euch echt viel gezeigt, was ich eigentlich nicht zeigen durfte, aber ich habe es jetzt einfach gemacht, weil ich bin's ja. Ist ja auch egal. Mann! Was fehlt uns denn noch? Zeige ich euch auch noch gleich. Ich melde mich mal gleich wieder, ja? Ich muss mich ein bisschen entspannen jetzt.